Christian Apfel-Lahnburg, der Podcast von Reiko Schmidt. Die 1951. Folge schon. Ja, und endlich mal wieder vor der Kamera. Weißt du, genau. Wann wir das letzte Mal gemacht haben? Das war lang her. Bei dir in der... Ach Gott, ja. Zur 500. Ausgabe. Echt? Ja. Aber heute gibt es einen Grund, und zwar geht es heute um Bilder. Und ein Paket. Und weil wir über Bilder sprechen, da muss man auch was sehen, finde ich. Richtig. Deshalb packen wir erstmal aus, oder? Packen wir erstmal aus, aber wollen wir erstmal verraten, warum wir auspacken? Nee. Das machen wir später. Okay. Das ist ein Geheimnis. Dann packen wir erstmal aus. Stell es am besten hier unten hin. Ich stelle es mal hier hin. Messer. So. Ja. Also ein Unboxing-Video gewissermaßen. Und zwar ein nicht gefaktes, weil man sieht so viele Unboxing-Videos und dann sieht man, wir hatten es schon mal ausgepackt, weißt du, und haben sich dann auch vorbereitet. Wir machen, du hast die Spannung bis zum Schluss auch erhöht. Wir machen es in echt, genau. Okay. Es geht um einen Fotoscanner. Genau. Wir packen weiter aus. Wer von euch hat nicht das Problem, 1000 Fotos aus Uralltagen zu Hause zu haben? Die nicht digital sind. Die man nicht umzeigen kann, ne? Wenn man jetzt so mal nach irgendwas gefragt wird, dann kann man ja immer ganz schnell gucken auf dem iPhone, zack, zack, alle Bilder drauf. Genau. Das sind aber die seit dem Digitalzeitalter. Weißt du, wie alt deine... Wie viele hast du denn noch von den alten Bildern, Reiko? Von den Papierbildern? Also außer die, die in unserem Keller liegen? Nur die. nur mal im Keller. Reiko hat seine alten Bilder nämlich bei uns eingelagert. Und wir sind dankbar, dass es dieses Gerät gibt und hoffen, dass es die wundervoll bringt, die wir uns davon erhoffen, damit wir wieder Platz in unserem Keller haben. Ja, und dass man vor allen Dingen die Bilder auch dauerhaft archiviert. Es ist ja tatsächlich so, dass die Bilder irgendwann verrotten. Ja. So, im Lieferumfang ist also schon mal ein USB-Kabel. Dann, Lass mal hier runterstellen. So, und jetzt ziehen wir das. So, wie geht das? Das hier. Das brauchen wir später wahrscheinlich. Ja. Versuch das mal so. Und dahin. Eine CD werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, weil das MacBook hat kein Laufwerk. Aber was ich schon mal gut finde, im Lieferumfang ist alles enthalten, was man braucht, um loslegen zu können. Also das Gerät selbst, Netzteil und Kabel, ja. Das ist eine Folie, die habe ich mir vorher ein bisschen schlau gemacht. Die brauchst du, wenn die Bilder kaputt sind oder sehr, sehr pflegebedürftig. Dann werden die Bilder in diese Folie da eingelegt. Und dann kannst du sie praktisch damit einscannen. So. Ist das denn nur für Fotos oder ja, andere Sachen? Da kommen wir, denke ich mal, auf jeden Fall noch zu. Denn Fotos auf Papier, wenn man die einmal eingescannt hat, die, wir können sie noch mal kurz zwischendurchsetzen zum Auspacken, ich gebe dir auch was zum Aufmachen, dieses Kabel aufdröseln. Die Fotos auf Papier, die hast du ja irgendwann eingescannt. Und dann brauchst du ja keine Fotoscanner mehr. Okay. Und vor allen Dingen keinen schnellen, der heißt ja Fast-Fotoscanner. Der soll also turbo-schnell sein und der ist jetzt erst auf den Markt gekommen. Also wirklich ein brandneu erhältliches Gerät, angekündigt schon im letzten Jahr, aber das hat dann ein bisschen gedauert. Das kommt, denke ich mal, in die Mac rein, die sagen, wie du das hast. Ja, aber das wird ja noch abgelegt. Tolles Kabel. Und alles, was blau ist, immer abmachen, haben wir gelernt. Sonst kann man es nicht benutzen. Aber ich habe tatsächlich auch noch unheimlich viele alte Bilder. Ich habe mir schon mal die Mühe gemacht, die auszusortieren. Oh, weil man ja früher weniger Bilder hatte und dann hat man natürlich auch viel schlechter aufgehoben. Ne? Hauptsache man hatte irgendwelche Bilder. Früher hat man ja vor allen Dingen ein Foto gemacht und musste dafür bezahlen. Heute kosten die Bilder ja praktisch nichts. Und da drückt man dann auch zwei, dreimal auf den Auslöser. Genau. Man muss dann hinterher den Mist aussortieren, was die wenigsten tun. Ja, das ist natürlich. Die Schwächer haben wir alle. Das Gerät kann das Gerät leider nicht lösen, aber zumindest das Problem der alten Fotos. Kriegen wir die Fotos auf jeden Fall rein. So. Teil 1 ist natürlich diesen Scanner, genau, auspacken und anschließen. Dann brauchen wir noch die Scanner-Software und die schauen wir uns jetzt hier mal auf diesem Gerät an. Die holt man sich aus dem Internet. Die habe ich schon mal runtergeladen und habe die... Du hast ja schon mal was vorbereitet. Richtig. Und jetzt an der Stelle schalte ich den Screen Recorder ein. Okay. Und hier an der Stelle... Doch, können wir. Das nehme ich jetzt auf, damit man es dann da reinschneiden kann. Sehr so gut. Ist der verwegende Plan. Hat das Strom hat schon, ne? Ja, ja. So. Und jetzt auch mal einen Lautschalter. Jawohl. Das ist ja schon mal recht intuitiv.
Ja, also bisher läuft es ja wie geplant. Mhm. Ich drücke mal auf Weiter. Okay. Und er versucht jetzt hier das Gerät zu finden. Wird alles automatisch fortgesetzt. Ich habe extra den Bildschirm aufgeräumt. Ich habe hier nicht so viele Dokumente. Ja, Dokumente. Hast du deine ganzen Desktop-Dokumente in einen Desktop-Ordner getan? Ich gehöre zu den Leuten, die vielleicht insgesamt... Cleandesk, ja, ist das da oben? Das ist das da oben. Da sind aber gar nicht viele Sachen drin, okay, weil ich immer mit einem leeren Desktop arbeite. Das geht ja, mir stört, würde mich stören, wenn das so voll wäre, weil ich mag die Hintergrundbilder so gerne sehen. So, jetzt sucht er nach dem an. Jetzt hat er was getan, ja. So, eine Richtung abgeschlossen. Nach aktueller Software darf er gerne suchen und er soll die Sachen in meinem Pictures-Folder ablegen, von mir aus. Dateinamen, nee, da bin ich nicht Fastfoto, oder? Das nimmt man dann wahrscheinlich, ja, pass mal auf, wir haben Herbst 2018 oder... Aber guck mal, ich habe jetzt gesagt, alle Möglichkeiten anzeigen. Okay, wir lassen es in einem Ordner speichern. Diesen Präfix, den werden wir später noch ändern. Wir werden, und das ist eine besondere Stärke dieses Scanners, die Fotos automatisch optimieren lassen. Denn wenn man die Fotos einscannt, dann würden die ja erstmal so aussehen. Ja. Also die Originale sind ja, denke ich mal, so recht vergilbt und verblasst. Das kann man dem Gerät überlassen. Und ich habe im Internet mich schon ein bisschen schlau gemacht. Das macht das Ding so gut wie ein Lightroom-Profi. Nur, dass du, wenn du ein paar tausend Bilder hast, die ja hier tatsächlich ansetzungsfähig sind, das macht ja alles auf einen Rutsch. Und dabei wird er auch sehr, sehr schnell sein. Die Auflösung, mit der man scannt, da kann man viel verkehrt machen. Bei der Auflösung kann man zu niedrig liegen, dann ärgert man sich hinterher, wenn man zoomt. Man kann aber auch zu viel des Guten tun, belegt nur Speicherplatz und wir wollen ja letzten Endes unsere Erinnerungen aufrechterhalten. Und da, in der höchsten Auflösung, wie groß ist denn dann so ein Bild? Müssen wir mal gucken, ne? Könnte man gucken. Weil, ich meine, das ist ja schon die Frage. Generell will man natürlich die höchste Auflösung haben. Glaube ich nicht. Weißt du, warum nicht? Die Fotos, die liegen jetzt wie viele Jahre bei euch im Keller und da habe ich nie reingeguckt. Hätte aber gerne ab und zu mal, denn man hat sie nicht dabei. Es geht schon vorwiegend darum, dass man die Dinger im schnellen Zugriff hat, digital hat. Und wenn man dann das eine für die Museumsausstellung mal auf Wandgröße zoomen will, dann kann man es mit 1200 nochmal nachscannen. Aber das kennt ihr nicht nach. Also tatsächlich habe ich mir überlegt, dass man die dann gar nicht aufhebt. Dass man sie komplett entsorgt. Dass man sie dann, ja, das fällt schwer, ne? Fotos zu entsorgen, aber darum geht es ja. Also ich will deine Kiste ja nicht wieder loswerden. Nein, ich will die Kiste auch tatsächlich loswerden. Und ich habe mich mit dem Thema ein bisschen praktisch in der Theorie vorbeschäftigt. Vielleicht kann man sich die schönsten Bilder nach irgendwie bewahren. Wir gehen mal auf die 600, das ist die empfohlene Einstellung. Und wenn wir es dann gescannt haben, können wir ja sagen, okay, das war jetzt leider nichts. Dann wollen wir es nochmal gucken, was uns an, wie es aussieht. Genau. JPEG. Und da er die Rückseite der Fotos mitscannt, wenn da kleine Bemerkungen draufstehen, kannst du hier noch einstellen, in welchem Grad diese Beschriftung sein muss, damit er das überhaupt erfasst als Rückseite, die beschriftet ist. Okay, und das scannt er als eigenes Bild? Als eigenes Bild. Zugehörig zu dem. Willst du das machen? Natürlich. Warum? Weil manchmal das Datum hinten auf dem Foto draufsteht. Gerade wenn man früher Papierbilder machen lassen hat, da ist hinten so ein Print drauf. Aber gefühlt hätte ich jetzt das... Also ich würde jetzt sagen, dann hat man ja für ein Bild hat man zwei Bilder. Nein, und das dient... Also es ist eine Datei wahrscheinlich. Dem dient ja diese Einstellung, weil meistens wird er dann gar nicht die Rückseite scannen, wenn da nichts drauf ist. Okay. Dafür stellt man ja das... Dann gucken wir uns das mal an. Ja. So, dann Korrektur gewählter Fotos. Es liegt daran, das Foto wird hier durchgezogen und wenn das ein bisschen wellig ist, ist die Entfernung zum Scanner minimal verschieden und das kann er digital nachkorrigieren. Okay. Die automatische Drehung soll man nicht unbedingt machen, aber wir können es mal ausprobieren. Ich habe ein paar Hinweise im Internet gelesen. Das kannst du immer noch neu drehen. Man kann die Sachen automatisch gleich in den Dropbox hochladen, wollen wir aber gar nicht. Ich speichere es auf meinem Rechner. Und hier kann man noch einstellen, was passiert, wenn man hier am Gerät auf die Scanner-Taste drückt. Da gibt es zwei Anwendungen. Welche Scanner? Wo? Hier die Scan-Taste. Okay, ja. Und da sagt er, gibt es einmal die Möglichkeit, das als Foto zu scannen. Oder wenn wir später umschalten und sagen, jetzt haben wir alle Fotos gescannt, in Zukunft sind es nur noch Bürodokumente, dass dann auf der Scan-Taste gleich das ins Büroarchiv geht, wo man dann in Word oder Excel... Malte Kinderbilder, was ich ja heute oder auch mache. Oder Kinderbilder, genau. Das kann man hier noch einstellen. Okay. So, und sonstige Einstellungen,
Nutzungsdaten an Epson senden, kann man machen, muss man aber nicht schließen, fortfahren und damit geht es schon fast los. Dann legt man den Stapel dann wieder rein und drückt auf Start, ja? Ja, und das probieren wir jetzt mal. Diesen Stapel schauen wir uns jetzt mal an. Erstmal suchen wir uns einen Stapel. Genau. So, lass uns mal reinschauen in die. Das war schon aus meiner Hamburger Zeit, weil da steht Wiesenhafer drauf. Okay. Das steht ein Datum eigentlich mit drauf. Ja, spätestens auf dem Foto werden wir unten ein Datum. 29.08. Es ist eine Hochzeit. Hochzeitsbilder. Nein. Da würden sich vor allen Dingen wahrscheinlich diejenigen, die geheiratet haben, richtig drüber freuen. Und weißt du, was der Knüller ist? Den sehe ich morgen. Ja? Das ist Ingold. Ja, dann kannst du ihm doch direkt die Bilder zukommen lassen. Ingold, der jetzt. Er hat auch noch die Frau, ne? Er hat noch dieselbe Frau. Das ist ja unfassbar. Okay, also, toll, Hochzeitsfotos. Und vor allem wichtig. Kannst du mit drauf reinkommen, schau. Oh Gott, so sah ich mal aus. Jung. Oh, herrlich. Aber ein Datum steht hier nicht drauf. Aber ich sag mal, auf der Tüte hast du dein Datum entdeckt irgendwo. Ja, es ist ein Index dabei. Da steht da ein Datum drauf. Ja, hier. 2000. Ach, das ist 2000. Ja, deshalb 00. Sind die Nullen drauf. Dann stimmt auch die Null. Oktober 2000. Wow. Aber nicht als Datum. Das ist perfekt. So. Genau. Hier. Den Stapel lassen wir schon mal so ein bisschen parat liegen, weil da haben wir ja die Datumsangabe. Die sind schon sehr gewählt. Simi, wo ist das? Das ist auch echt langweilig, ne? Ja. Es ist in Irland, steht drauf. Auf nee, dem Bild. Ich würde mal sagen, das ist Expo 2000. Ach so. Weil, okay. Wenn da Irland weil steht, die das sind das die Expo-Bilder. Jawohl. Du beim Campen. Mhm. Auch aufpassen, dass da alle Bilder jugendfrei sind. Die nicht jugendfrei, die schneiden wir dann raus. Auf eine viel Geschichte, auch persönlich. Vor allem, guck mal, obwohl es kein Digitalbild ist, habt ihr das Bild hier gleich mehrmals gemacht, ne? Ja, da war es besonders wichtig. Hier. Ja, zwei Namen. Ja, das war so circa die Zeit, als ich nach Hamburg gezogen bin. Nee, das stimmt, da bist du nach Hamburg gezogen. Hier bin ich nämlich auch zu sehen. Schau mal, es ist ein Bild von uns. Und wir haben so gut wie nichts an. Ein witziges Bild. Ah. Genau, einmal kurz. Okay, cool. Ja, das sollten wir. Das ist schon mal gut. Da bleiben wir da gleich mal bei. Okay, Simi, dann fangen wir mit denen mal an. Ich lege die anderen zur Seite. Ran. Ja, sehr witzig. Okay, dann nehmen wir das. Nee, wir nehmen alle. Wir wollen. Du bist alle. Willst du nicht vorher aussortieren und machst nein, du das dann, nein, das mache ich dann in der Digitalform? Ich sag dir jetzt, wann das war. Das war im Juli 2001. Gut, Juni 2001. Dann legt man die Bilder hier vorne ein. Juli 2001. Schiebt sich das hier so zurecht, dass das hier durchflutschen kann. Jetzt sind die natürlich alle eine Größe, ne? Ja, ist ja auch gut so. Könnte auch sein, dass die hier genauso wie die diese Größe, schau. Ja, ich glaube, ja, weißt du, da muss, können wir nachher mal ausprobieren. Ich sage jetzt mal Scan starten und mache gleichzeitig auch eine Bildschirmaufnahme. Bob. Scan starten. Okay. Er fragt uns nach dem Jahr. 2001. Monat. Juli. Ach guck mal, man kann auch simpel Frühling, Sommer, Herbst und Winter auswählen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter geht es auch. Nicht mehr ganz so, genau. Und das Motiv. Das ist ja auch immer nur der Aufnahmezeitraum. Vielleicht wäre sogar Sommer gar nicht schlecht. Okay, dann nehmen wir weißt Sommer. Weißt du, weil, ja klar, das ist es hier im Juli entwickelt, aber die Bilder sind irgendwann im Sommer 2001. Und eigentlich reicht es auch. Genau, und nee, es war schon ein Urlaub. Und Winnie. Also ich habe angefangen zu arbeiten in Hamburg, von daher. Nein, meine Urlaubsbilder, die klar. Das ist wichtig. Okay. So, und dann sagen wir einen Unterordner für jede Bildergruppe erstellen, das soll er sagen. Okay. Und Scan starten. Jetzt sind wir gespannt. Jetzt. Oh. Vielleicht ziehen wir hier mal noch das Ding raus. Und guck mal, wie schnell der das macht. Also man sieht hier noch zwischendurch nichts. Aber es ist ein Stapel von, was weiß ich, 20 Bildern. Gespannt. Oh
Haben die alle Gleichstrom? Oder gibt es immer welche, die Gleichstrom sind? Nein, sind auch gedreht. Gerade die so Bilder drehen, gibt's ja. Die, wo keine Menschen drauf sind, ne? Bei Menschen kann man ja immer schnell sehen, Kopf oben macht Sinn. Also ich bin schon mal begeistert, wie schnell er das macht. Wir haben nochmal zur Erinnerung die mittlere Auflösung gewählt. Okay. Also 300 dpi, 600 dpi kann er. Die 1200 dpi, die er noch bietet, sind errechnet. Also die werden ja auch nicht besser, als sie sind. Ne? Die Kameras waren ja auch nicht so... Nee, das war auch, glaube ich, nicht mit einer Spiegelreflex fotografiert, sondern eher mit so einer Knipskiste. Aber guck mal, so schnell ist der erste Stapel verschwunden. Ja, super. Und wir wissen, es war Sommer. Ich denke gerade, meine Eltern, die haben noch so eine alte Kiste mit Fotos, so aus Opa-Oma-Zeiten. Ne? Ja. Manche noch so mit Zacken und groß und klein. Das würde mich, die hatte ich leider nicht da. Guck mal, aber das kann man auch mal probieren. Scan abgeschlossen. Ja. Wir könnten ja jetzt auch sagen, neue Gruppe wählen. Und jetzt passieren die digitalen Prozesse. Rote Augen. Man wird verschönert. Richtig, es wird restauriert. Okay. Es wird restauriert und hoffentlich gedreht. Ja, das stelle ich mir tatsächlich bei den Landschaftsbildern. Möglicherweise wäre der Prozess sogar schneller, wenn der Laptop jetzt mit einer Stromversorgung verbunden wäre, weil, nee, weil der Prozessor taktet ja runter. Ja. Ja, aber du hast noch genügend. Ja, es ist genug Wumms drin und 24 Bilder nachzubearbeiten, all diese Effekte anzuwenden. Das aber weißt du, es ist auf jeden Fall nicht auf den Scanner legen, einscannen, ausschneiden, welchen Bereich er scannen soll. Richtig. Man hat wirklich ein schnelles Scannerlebnis. Und das hier, was waren jetzt denn die Tags? War das Urlaub jetzt Urlaub und Simi bei einem Tag und das Jahr? Und genau, und dann also. Monat, aber man kann keine weiteren vergeben. Die beiden sind das wissen wir noch nicht. Okay, da können wir dann mal gucken. Das ist übrigens auch ein Prozess. Genau, und wahrscheinlich kann man das auch über Nacht laufen lassen. Denn er hat ja jetzt gerade gefragt, weiterscannen. Da sind noch Rückseiten dabei. Mhm. Aber als einzelnes Bild. Juni. A und B. Ja, aber das ist cool. Das kann ich ja dann löschen. Und dann kann ich hier den Link geben. Okay. Dann heißt es natürlich A. Simi. Gut, ist nicht schlimm. Nein, aber du in meinem Bett in der Orgelstraße. Das stimmt. Gibt es alles schon gar nicht mehr entsorgt worden. Wir im Wohnzimmer. Den Fußboden gibt es noch, den Fernseher nicht mehr. Ja, Aufnahme. Zeig mal ganz kurz, das hat es gerade verändert. Hast du es gesehen? Ach nee, das waren zwei unterschiedliche Bilder. Das sind zwei Bilder. Einmal dunkler und einmal heller. Ah, nein, das ist auch das, das gleiche. Das ist das Bearbeitete und das ist das Original. Okay. Da, wo es ein A gibt. Das ist das Bearbeitete. Da hat er die Drehung schon mal nicht kapiert. Ich sag mal bearbeiten, drehen, kann man auch in Windeseile selbst. Gut, aber man muss sich jetzt halt entscheiden, welches man behalten will. Genau, man hätte vorhin auch bei den Scanner-Einstellungen sagen können, behalte nur das Neue oder nur das Errechnete. Weißt du, was ich mich gerade frage? Da unten steht Aufnahmedatum 1.7.2001. Ja. Woher hat er das? Das hat er, weil wir haben ihm gesagt Sommer 2001. Und dann nimmt er Juli, erst Juli? Genau, er muss ja praktisch diesen Check richtig machen, damit die Fotoprogramme das verwalten können. Okay, also sind die alle Aufnahmen, ja, alles klar, verstanden. Die sind alle angeblich am 1.7. entstanden. Das sind wir halt bei Sommer als Mitte. Okay. Okay. Fazit, was sagst du, was ist besser? Ich will mal ein Bild groß sehen. Also kannst du das auf... Klar. Oder Doppelklick, oder... Machen wir es dann mal so. Ja. Jetzt ist ja groß genug. Das ist das, das ist das verbesserte Bild. Ja. Und das ist das Original. Und ich muss sagen, hat er gut gemacht. Ja, hat er gut gemacht. Ich würde tatsächlich empfehlen, an das dieser ist 18 Jahre her. Wahnsinn. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ich würde empfehlen, man nimmt tatsächlich, weil wir ja auch nicht so viel Nacharbeit haben, man erspart sich die Rückseite und man nimmt das Bearbeitete. Könnte das heißt also, Fotos kann er. Und die Bildverbesserung ist optimal, zumindest dem ersten Anschein nach. Finde ich auch. Und dann greifen wir jetzt zu härteren Mitteln. Genau, pass auf. Und zwar malen meine Kinder gerne. Du hast ja gesagt, jetzt malen Eltern nicht mehr ganz so viel, aber früher... Sie haben mal gerne gemalt. Richtig intensiv. Und ich habe hier so ein Bild, guck mal, das ist gewählt. Siehst du, da hat man mit hat so eine Farbe gemalt. Oh, und ich glaube, das mit Farbe würde ich ungern durchziehen. Das könnte man aber in diese Folie legen.
Das machen wir. Richtig? Das gehört zu genau für sowas wäre das doch genau richtig. Das so. Und das nimmt mir dann einfach mit rein. Jetzt hier so ein kleines Post-it mit leichten Klebestreifen geeignet ist, glaube ich, auch mal nicht. Das kann ich dann auch zur Seite tun. Hast du zwei solche Folien oder nein, nur eine? Eine. Okay. Aber ich glaube, die muss man dann noch einzeln einlegen. So, gib mal her, das Wunderstück. Wunderschöne Bilder. Wirklich schön. Von Julia. Pass mal auf. Ja, ich gebe dir das. Das kommt da rein. Ich gucke jetzt mal gerade, die sind, ich habe die alle beschriftet. Guck, da könnte man sagen, jetzt Oktober, September 2013. Das ist auch läuft September 2013. Läuft unter der Kategorie Herbst 2013. Ich glaube, das legt man am besten einzeln ein, diese Spezialfolie. Probier es doch mal anders. Wir können doch mal alle reintun, oder? Okay. Mal gucken, was passiert. Wir machen es echt. Ein absoluter Belastungstest, genau. Ja. Und auch noch schief wird es die einziehen, weil die natürlich schmaler sind. Ja, ja. Scan starten, schlage ich vor. Nee, wir müssen wieder die Text vergeben. Das macht er ja. Das macht er jetzt. Wenn ich hier drauf drücke, fragt er. Ach ja, genau. 2013. Stimmt, das mit der Rückseite hatten wir gemacht. 2013. Ach. Das war schon Zeit, bis da oben. Schau. Herbst. Ist egal, genau. Herbst passt. Und Motiv sind Bilder. Hanna würde ich einfach nur nehmen. Ja, dass es Bilder sind, ist ja eh klar. Das war genau. Und Abfahrt. Und Abfahrt. Genau. Weil da habe ich tatsächlich schon mal mit einer App angefangen, die einzuscannen und fand das recht kompliziert. Und auf unserem Scanner, den wir haben, hat es einfach ewig gedauert. Dann könnt ihr ja jetzt der Epson Fast-Foto-Scan zeigen, was er drauf hat. Ne? 680 heißt das Modell, übrigens haben wir noch gar nicht erwähnt, FF680. Gibt es denn da verschiedene Modelle? Ja, kostet um die 500 Euro, habe ich mich jetzt nicht damit genau auseinandergesetzt, ob es da noch andere Modelle gibt. Aber der hier soll das Nonplusultra sein, um große Fotomengen eben schnell einzuscannen und vor allen Dingen die nervige Nachbearbeitung einmal abzunehmen, weil das hält einem am meisten ab. Wie oft habe ich schon mal gesagt, die Fotos, die hole ich mal ab, die scanne ich mal ein oder ich schicke sie zu einem Service, der sie einscannt, aber der Service weiß zum Beispiel nicht... Das ist nicht schon ein paar Jahre her, dass du uns das versprochen hast, aber jetzt wieder kennen wir. Und der Service weiß vor allen Dingen nicht, du sitzt ja nicht daneben, dass das die Bilder von September 2013 sind. Richtig. Das heißt, das kannst du tatsächlich nur selber machen und es ist allemal billiger. Selbst wenn das Gerät über 500 Euro kostet. Nein, jetzt muss man ja sagen, das ist ja sehr nicht leise, ne? Weil ich hatte überlegt, wie laut ist der? Man kann es ja auch mal abends nebenbei laufen lassen. Klar. Gehst du alle paar Minuten rüber und lässt die machen. So, das waren jetzt nur 7, das dürfte also relativ flott gehen. Ja, dafür waren sie größer. Größer. Weniger ja, größer, ne? Aber ohne rote Augen. Es sei denn, deine Kinder haben rote Augen in die Figuren gemalt, was ja aber offensichtlich nicht der Fall ist. Es ist ja schon mal was. Man muss ja schon mal Fotos von Bildern unterscheiden, um zu wissen, was die roten Augen sind. Ja, muss gar nicht so einfach. Eine Art Intelligenz muss er haben. Ja. So. Gut, die Drehung ist natürlich jetzt hier schwierig. Ja. Das ist klar, aber das hier ist das Bild. Das ist das Bild. Soll ich es gleich mal drehen? Ja, warte mal ganz kurz. Hat er jetzt den Rand mit als Bild genommen? Zeig mal das andere. Nimm mal das da. Warte, ich habe hier leider auf Optimieren gedrückt. Okay. Welches willst du zum Vergleich? Das? Ah, okay. Also, er hat tatsächlich nur das Bild genommen. Er hat nur das Bild genommen. Weil das ja in so einer Folie drin war. Okay. Ja, perfekt. Da steht ein Pferd auf dem Bildschirm. Süß, ne? Ja, wirklich süß. Also auch Kindererinnerungen kann man mit diesem Gerät in großen Mengen archivieren. Sehr weil gut. Das Schöne ist, dann hat man sie auch auf dem Handy dabei. Weil alles, was wir jetzt hier machen, man hat ja die Fotos zwar in Dateien, aber die
wir mit allen großen Fotomengen sollten in ein Fotoverwaltungsprogramm. Ob das jetzt iPhoto ist, was auf dem Mac da Standard ist, oder es gibt Picasa noch oder verschiedene andere. Jetzt kann man halt auch mal sagen, was ich vorhatte. Ich wollte chronologisch gerne so ein Buch machen, wo ich diese ganzen Kinderbilder drin hatte. Ja. Und das geht jetzt natürlich ganz gut. Und somit kriegst du auch diese Bilder in ein Fotobuch, um sie vielleicht zum 18. Geburtstag mal als kleine Peinlichkeit zu überreichen. Genau, weil du hast sie dann... Das ist ja keine Peinlichkeit. Naja, wenn man nachlässt, möchte man das nicht mehr haben. Aber man kann es halt wirklich weiterverarbeiten. Okay. Und auf dem iPhone mit sich rumtragen und sagen, ach guck, ich zeig dir jetzt mal was. Dann verabschieden wir uns jetzt, ne? Weil wir haben jetzt alles gezeigt, was man damit machen kann und wie easy und schnell es vor allen Dingen geht. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Heute ist zu hören auch für den Speicherplatz auf euren Geräten. Dann sagen wir Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr uns hier gerade gesehen habt. Und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Reiko und auch Sunny.